Wir haben uns heute hier vor dem Verteidigungsministerium in Berlin getroffen, weil wir meinen, Deutschland leistet sich einen zu großen Militäretat. Deutschland gibt 30 Mal mehr für Militär aus, statt für zivile Konfliktbearbeitung. Das wollen wir ändern, weil es eine Frage der politischen Vernunft ist. Deswegen haben wir Verteidigungsminister Thomas de Maizière in einem offenen Brief aufgefordert, aus seinem Jahresetat 20 Millionen für den zivilen Friedensdienst zur Verfügung zu stellen. Mehr als 31 Milliarden Euro werden für Verteidigung ausgegeben, obwohl Deutschland sich nicht mehr verteidigen muss. Das ist eine Zahl mit 9 Nullen. Für Experten und Fachleute für zivile Konfliktbearbeitung dagegen wird nur ein Bruchteil dieser Summe aufgewandt. Und das, obwohl wir in Deutschland wissen, dass es auch andere Wege gibt, zum Beispiel den zivilen Friedensdienst, eines der erfolgreichsten Programme der Friedensförderung in den letzten Jahren. Wir fordern 20 Millionen. Das ist weder unrealistisch noch überzogen. Es ist machbar mit politischem Willen. 20 Millionen werden in 250 Flugstunden eines Eurofighters verbrannt. 20 Millionen kostet eine Woche Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Es liegen Vorschläge auf dem Tisch, den zivilen Friedensdienst auszubauen. Wir sollten das jetzt tun. Mit vereinten Kräften können wir unsere Forderung realisieren. Heute haben wir hier in Berlin vor dem Verteidigungsministerium unsere Aktion begonnen. An vielen anderen Orten in der Bundesrepublik fanden Parallelaktionen statt. Wir werden in den nächsten 2 Jahren so lange Aktionen machen, bis unsere Forderung erfüllt ist.